der Martin Kohlmann aus Chemnitz und ich mache schon ganz schön lange Politik, allerdings nur in der Stadt. Ja? Und man fängt an mit Politik, es stört einen irgendwas und das will man ändern. Es stört einen noch was anderes, will man wieder ändern. Und dann, jetzt muss ich sagen, ich bin ein bisschen schwer von KP, ich habe ganz schön lange dazu gebraucht, bis ich mir mal die Frage gestellt habe, was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem? Das ist dieses vordere Problem, was mich gerade stört und was jetzt hier Ausgangssperre und sonst was alles heißt, dass es das überhaupt geben kann. Was läuft falsch, dass das, was jetzt hier los ist, weswegen wir alle hier sind, überhaupt stattfinden kann? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und auch mit anderen Leuten und meine Antwort ist eigentlich, dass der Staat Dinge sich rausnimmt, die ein Staat nicht dürfen darf. Und das ist unabhängig, ob Demokratie oder Monarchie oder Diktatur oder was auch immer. Das, was hier gerade vorgeschrieben wird, das darf ein Staat nicht vorschreiben. Egal, wer da oben gerade dran sitzt. Und ja, was ist die Antwort? Ich habe jetzt hier wenig Zeit, denn es ist schon viel gesagt worden und dann soll ja auch noch gesungen werden, das ist auch ganz wichtig. Tja, und die Antwort ist, das Hauptproblem ist, dass wir viel zu viel unserer persönlichen Freiheit abgegeben haben und dass ein ganz wichtiges Prinzip ad absurdum geführt wird, obwohl wir das ganz offiziell als Staatsräson haben. Und das ist das Subsidiaritätsprinzip. Klingt ganz kompliziert, heißt auf Deutsch gesagt, alles muss so weit unten wie möglich entschieden werden. Das, was ich für mich alleine entscheiden kann, das muss mir niemand aus Berlin vorschreiben. Und wie und wann und ob ich mein Geld mit meiner eigenen Arbeit verdiene, das hat mir niemand zu verbieten. Und kein von euch hat es irgendjemand zu verbieten. Und was wir hier im Ort entscheiden können, das muss nicht aus Brüssel kommen. Richtig. Und unsere Antwort ist eigentlich, das habe ich jetzt gar nicht erfunden, aber ich unterstütze das jetzt, ist das, was die Freien Sachsen formulieren, nämlich, dass hier viel mehr wieder runtergebrochen werden muss auf die einzelnen unteren Ebenen, dass wir Sachsen eigentlich nicht mehr blind dem folgen sollen, was aus Berlin, was aus Brüssel kommt. Wir müssen mehr wieder unser eigenes Ding machen, dürfen nicht zusehen, dass unsere Pseudo-Regierung in Dresden nur die Marionette von der Frau Merkel in Berlin ist. Und das ist mein Appell für den heutigen Abend. Lasst uns wieder freie Sachsen sein. Danke. So.